Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Kreuzworträtselrunde, liebe Zuschauerinnen und Zuschauerinnen. So, es ist Mittwoch, meine Kerle, zumindest für mich. Denjenigen, der hier gerade aufnimmt, während ihr euch das anseht, ist das wahrscheinlich nicht der Fall, weil ich es erst am Donnerstag hochlade. Haha. Oder zumindest freischalte. Wie auch immer, ich würde mal sagen, wir legen gleich los. Verzeiht mir den Frosch im Hals. Ich musste heute durch die leichte Brise draußen, um mal endlich wieder einer Vorlesung beizuwohnen. So richtig in echt, mit Mundschutzmaske. Wie auch immer, schauen wir mal, was wir jetzt hier für Worte bekommen. Wir bekommen zum Beispiel... Gewährleistung passt hier nicht rein, Garantie, weiß ich noch nicht. Also erstmal hier hin und her, das haben wir schon mal. Ein Planet fängt nicht mit P an, also muss es der Neptun sein. Beziehungsweise wenn es mit P anfangen würde, könnte es auch veraltet sein. Der Fahrzeugeigner ist der Halter, ja. Nutztiere sind, oh, das geht ja mal richtig schön gerade, Rinder. Freund ist, glaube ich, Ami. Der Amerikaner ist ein Freund. Nein, Tierpfote ist die Tatze. Zack, zack geht es hier. Seewege sind die Schifffahrtsrouten. Ja. Patente. Nee, Parterre. Ach so. Oh. Fee ist auch eine Elfe. Nicht eine Elle. Niedere Meerespflanze. Plankton. kleiner Heringsfisch. Ja, Scholle? Keine Ahnung. Noch weiß ich es nicht. Damenunterwäsche. Das sind immer wieder Themen, bei denen kenne ich mich so richtig aus. Deswegen trage ich erstmal Spam ein. Klug ist wahrscheinlich weise. Oh, da habe ich mal was gewusst. Mündlich. Natürlich. Oh, das sind richtig schöne Themen, bei denen ich mich mal auskenne. Kurz vor Mallorca. Kurz für Mallorca. Ah, ja, natürlich. Ist nur einmal im Jahr. Könnte ruhig weniger sein. Naja, was soll's. Griechisch für Luft. Ich hätte jetzt so irgendwas mit Aero gedacht, aber es kann's ja nicht. Eintönige Musik. Ist Gequengel. Nein, deutsche Vorsilbe. Ist R. Erwarten. Ah, Damenunterwäsche. Ja, auch ein Thema, mit dem ich mich sehr auskenne. Dessous. Außerdem, sicher in Englisch ist safe. Eigentlich. Interessant, dass es hier nicht so sein soll. Also die eintönige Musik ist erstmal das Gedudel. Na bitte. AER, dann ist das das. Ah, okay. Sicher in dem Fall ist hier sure gemeint. Okay, ja, kann man auch nehmen. Je nachdem, welchen Wortsinn man denn eigentlich meint. Was hier leider nicht so ganz zum Ausdruck kam, aber verloren, perdu, ja. Ich bin mit manchen Leuten bin ich auch verloren. Mit denen bin ich auch perdu. Scholle funktioniert hier sowieso schon nicht mehr. Orientalisches Färbemittel. Das hatten wir schon mal. Das ist Henna. Montana. Das Brettspiel. M-A-E-D-N. Mensch, ärgere dich nicht. Nein. Bumm könnte auch Rums heißen, aber ist es nicht. Bums. Also ganz ehrlich, das wäre ja... Explosion, ich weiß noch nicht, was gemeint ist. Tür könnte hier nicht das Portal sein oder sowas. Kurzform von Thomas ist ja genau. T-O und M. Indische Bundesstaaten sind mir leider nicht so sonderlich bekannt. Sorry. Eine Leibwache ist... was ist denn das nochmal? Also Erding könnte ED oder ER sein. Ich versuch's mal mit ED und es ist ED. Also da bin ich beim Raten relativ gut, wie es aussieht. Die niedere Meerespflanze ist die Alge übrigens.
Och man, ja, Sardine ist ist der Hering. Das ist gemeint. Da kommen wir doch super hin. Skizze. Irgendwas mit RF hinten dran. Puh. Noch weiß ich nicht. Brettspiel ist nicht Halma. Dafür sind es zu wenig Buchstaben. Haben wir denn hier noch was? Ein Verdienst ist eine Gage zum Beispiel. Das klappt. Oh, ich sehe hier gerade ein Wort, das passt auch wieder super rein. Es ist auch wieder ein Thema, mit dem ich mich sehr auskenne. Also erstmal dieses Thema, Englisch für Eiche. Wir wissen es alle, wir haben alle Pokémon gespielt und wahrscheinlich schon das eine oder andere Let's Play oder Race oder den Speedrun auf Englisch gesehen. Also ich vermute mal, wer Pokémon so ein bisschen halbwegs kennt, weiß, dass Professor Eich im Englischen Oak heißt. Nordfriesische Insel. Ich hasse Nordfriesische Insel. Planieren, plätten. Bla bla bla. Raubfisch ist wahrscheinlich der Hai in dem Fall. Und ja, das Thema, mit dem ich mich auskenne, so sehr gut mit Perversion. Natürlich, wir sind auch alle ein bisschen abartig. Also, ich vermute es mal. Ich würde es mir einfach mal zugestehen. Und alle, die mich anschauen, sollten das wissen und sollten das zumindest tolerieren oder könnten gegebenenfalls selber alle abartig sein. Ich möchte euch damit nicht sagen, dass ihr abartig seid. Ihr seid wundervoll. Ihr seid wirklich das beste Publikum, das ich je hatte. Und ich bin sehr dankbar dafür, dass eure Unterstützung beigetragen hat, dass ich auch immer noch Videos mache und dass ich heute Abend zum Beispiel noch mit ein paar anderen eine Spielrunde mache. Also über meinen Discord-Channel. Oh Gott. Nee. Föhr ist keine. Doch? Föhr? Also ich sag, ich kenne Färöer, aber Föhr war jetzt geraten. Was könnte hier als Skizze gemeint sein? Probieren wir mal nochmal die Tür. Das ist ein Eingang zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob das stimmen soll. Das kann ich mir nicht vor. Oh. Ja. Die Leibwache ist dann die Garde. Easy. Brettspiel ist eindeutig ein Lama. Nein, keine Ahnung. Hilfe. Was ist denn dieses Ding hier gerade? Ich überlege auch gerade, was könnte die Garantie sein? Ah, Bumm ist auf jeden Fall Peng. Ah, okay, ja natürlich. Die Gewehr ist gemeint. Angaben, alle Angaben ohne Waffenschein nutzbar. Ach so, und ja, die Skizze ist der Entwurf. Und damit haben wir das Brettspiel Dame. Wow, ich bin heute ausnahmsweise mal schnell und gut auf alles gekommen. Aber meinen Rekord von 6 Minuten habe ich trotzdem nicht gebrochen. Ja, wir sind aber unter 10 Minuten geblieben. Alles super. Ich konnte sogar am Anfang noch ein bisschen rumblödeln und mittendrin auch. So pervers, wie ich bin. So, damit wären wir schon wieder bei dem, was manche von den Zuschauern oder zumindest einer von den Zuschauern ganz offen als sein Highlight ansieht. Ja, ich rede mit dir, T4. Boah, was das jetzt für ein Moment sein muss, wenn man das, wenn er sich das ansieht und ja. Wie auch immer, ich versuche wieder mal rauszufinden, was das Lösungswort ist, ohne irgendeinen Buchstaben einzutragen. Hilfe, was war das denn nochmal für ein Wort? Okay, also ich habe zumindest schon mal 2 Buchstaben raus.
Sag mir nicht, ich hab das Wort schon. Ich überprüfe gerade noch. Ich überprüfe gerade noch. Okay, nee, doch nicht. Doch nicht. Okay, aha. Okay, jetzt habe ich das Wort. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das Wort, dass das Lösungswort Urkunde ist. Ich bin mir relativ sicher, ich weiß es noch nicht genau. Also die geometrische Figur ist irgendwas mit Eck am Ende, würde ich sagen. Dreieck oder Viereck wissen wir gerade noch nicht, aber ein Foto ist auch ein Bild, also ist es das Dreieck. Gut, auf jeden Fall die Hauptstadt von Korea, fangen wir mal hier an, wieder Seoul. Veronika Ferres war das. Nasenlöcher tatsächlich ist mir gerade noch nicht eingefallen, deswegen habe ich nach der Schauspielerin gesucht. Jedenfalls, dann kommen wir zum Dreieck. So. Und da dachte ich erst, heißt das jetzt etwa Urknall? Nein, es heißt nicht Urknall. Denn ich habe immer noch keine Ahnung, was hier reinkommt. Weinort an der Mosel. Hey, da sind fiese Sachen dabei. Also das wird böse werden. Pfeilwurfspiel. Ist damit jetzt Darts gemeint? Ja, ist es. Okay. Amtsstelle könnte eine Behörde sein, ist es aber, geht gar nicht mehr. Deswegen bin ich ja weitergegangen und habe, also weil ich vier nicht wusste. So, da kam Feminin rein. Glaube ich jetzt, war richtig, soweit ich weiß. Wow, Zwickmühle. Klemme? Nein, ist es nicht. Anfänglich. Zuerst? Nein. Machen wir erstmal das Bild vollständig und dann gucken wir mal weiter. So, wo war denn die Nummer 6 gewesen? Nummer 6, ja genau. Das Dokumentenformat ist nämlich PDF und damit haben wir hier eigentlich. Also ich glaube nicht, dass vom Urkinde die Rede ist. Deswegen da meine ich, das Lösungswort ist Urkunde. Dynamik. Oh wei. Schwarzwaldsee. Nee, keine Ahnung, noch nicht. Ah, die Tauglichkeit ist die Eignung. Ja, und jetzt haben wir Urkund. Ja, ich vermute mal nicht, dass da ein S oder so rankommt. Urkunda. Was weiß ich. Ausruf des Verstehens. Take on me. Schwarzwaldsee, oh Gott, keine Ahnung. Gitter ist aber ein Raster. Nicht im Sinne von. Nicht im jamaikanischen Sinne. Ich würde jetzt einfach mal sagen, der Schwarzwaldsee ist irgendwas mit See am Ende. Nasenlöcher. Ich weiß, Nase. Machen wir erstmal die Fete voll. Salopp, jemand, der viel schläft. Müsste ich eigentlich auch wissen, müsste mein Fachgebiet sein. Bund fürs Leben ist Ehe. Oh, jemand, der viel schläft. Ich weiß nicht, ob man den als sowas bezeichnet. Ich würde eher sagen, das ist, also, das ist ja eher eine andere Bezeichnung, eine sehr Unflätige für einen Obdachlosen. Ich weiß nicht, ob man jemanden als Penner noch mittlerweile bezeichnet oder irgendwann mal bezeichnet hat, wenn er einfach nur viel geschlafen hat. So, Nasenlöcher. Ja, das Ding ist, ich weiß, Nase in Spanisch heißt Nariz, aber ich glaube, na, gucken wir doch mal. Naras, na. Nares. No comprende.
No comprendo, meine ich. Ludwigsburg. Also ich würde sagen L auf jeden Fall hier schon mal. Verbannungsort. Verbannungsort Napoleons. War das nicht eine Insel eventuell? Also ich gucke erstmal. Nee. Faltsee? Feldsee. Ah. Das Filterutensil. Kennen wir es nicht alle? Gerade nicht, tatsächlich. Positiv bewerten. Liken? Echt jetzt? Wow. Wow. Zuruf. Hey! Südamerikanischer Staat ist dann Chile. Und das hilft uns vielleicht ein bisschen irgendwann. Anfänglich. Machen wir erstmal hier die Bleistifteinlage. Ist die Bleistifteinlage ist doch der die ja ja oh Gott, es kommt es fällt mir gerade nicht ein. Deswegen gehe ich erstmal auf geschickt. Gewandt ist das nämlich. Frauenname könnte noch möglich könnte noch alles sein. Ein Wasserfahrzeug klingt wie ein Boot. Ja. Beate? Könnte der Frauenname Beate sein? Eine streichbare Masse. Ja. Kleingedruckte, sogenannte AGB sind das. Also streichbar könnte eine Paste sein. Englisch 2 ist nämlich 2. Ja, dann hätten wir das nämlich. Dann wären wir hier bei Beate. Ja, es ist die Beate. Huse. Verbannungsort. Ach Gott, wie hieß denn das? Elba oder so? Nee. Ludwigsburg. Ist das LU? Oder ist das LB? Ja. Also Erba, Elba. Sowas in der Art könnte vielleicht das sein. Dynamik. Hm. Probieren wir erstmal. Oh ja, es war Elba. Ja, die Dynamik heißt auch Elba. Nein. Elan? Nee, Elast. Elan. Elan ist es. Okay. Und jetzt wird's. Abkürzung Inland. Ja, genau. Thema. Was ist denn noch ein Thema? Was ist denn das heutige, die heutige, Jetzt kommen so langsam die Sachen, die ich nicht kann. Also, da ist es ja gut, dass ich das Lösungswort zumindest schon habe. Oh, wie heißt denn die Bleistifteinlage? Die Mine. Die Mine war's. Netzwerkabkürzung. Local Area Network wahrscheinlich ist gemeint. Ja, das ist das LAN. Ah, und die Zwickmühle ist natürlich das Dilemma. Dilemma. Haufenweise Is, würde ich mal sagen. Ja, Initial ist natürlich da gemeint. Ja, und bei Saudi-Arabien bin ich raus. Aber ich weiß immer noch nicht, was das Thema ist. Ich weiß es noch nicht. Ich brauche mindestens einen Buchstaben mehr. Am besten ja. Was ist denn ein Filterutensil? Was könnte man dafür benutzen? Was kann man zum Filtern benutzen? Ein Kaffeefilter. Nee. Ah, okay, aber die Amtsstelle, ja, jetzt habe ich es auch langsam. Stimmt, ist eine Instanz. So.
So, und das Filterutensil ist dann, damit ist Sieb gemeint. Ah. Uff. Ich gehe davon aus, hier kommt auf jeden Fall. Also hier kommt auf jeden Fall ein Vokal rein. Der Ort wird ja sicherlich ansonsten einen ziemlich komischen Namen haben. Österreichischer Maler. Da könnte das Wort Bingo reinpassen, ist es aber sicherlich nicht. Ich probiere mal was. Okay. Zelt. Zels. Ich habe immer noch keine Ahnung, was das Thema sein soll. Ich muss gerade wirklich. Also welcher Buchstabe könnte da reinpassen? Ismue, Isnue, Isbü. Islü, Ispü. Issue. Wow. Wow. Oh, hätte man dann nicht wenigstens irgendwie, hätte man nicht ein wenig darauf anspielen soll können, dass es ein Anglizismus ist, ich finde das schon ein bisschen gemein. Also das einfach nur mit dem Wort Thema zu beschreiben. Ich hoffe, ihr steht mir dabei. Wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Asik. Asik ist was anderes. Asit. Asis. Asis. Asir. Asir ist die Provinz in Saudi-Arabien. Probier jetzt noch mal hier. Nee. Moment, ich hatte A, ich hatte E, ich hatte I, O und U. Und das ist es alles nicht. Das ist ja komisch. Q ist es auch nicht. Ich bin echt gespannt, was jetzt der richtige Buchstabe ist. S hatten wir. D hatten wir jetzt. Zelf. Zelk. Zell. Ah, dann. Bergel oder Borgel? Bergel? Bergel. Holy Guacamole. So, gucken wir mal. Hatten wir hier auch alles? Ja, hatten wir. Ich nehme nochmal das raus. Ja, war richtig. War alles da. Diesmal sind alle Buchstaben da. Das Lösungswort ging hier relativ schnell. Nur danach hat es ein bisschen gedauert. Aber trotzdem immer noch recht gut in der Zeit. Ich fand das schon fies mit dem Issue hier. Boah, Zell an der Mosel. Also ja, Zell sagt mir was als Ort. Übrigens hier den österreichischen Maler Andy Borg. Ich meine, irgendwas Bergel kenne ich nicht. Kenne ich nicht. Liken fand ich auch so. Das, ja, kann man nicht dann wenigstens so einen Anglizismus, so wie bei Issue, dazu schreiben? Ah, das ist ja. Aber sonst, trotzdem, ich bin zufrieden mit der Leistung. Oder was auch immer das war. Ich danke euch wieder mal fürs Einschalten. Ja, hoffe euch wieder zu
wieder beglücken zu dürfen und Kommentare zu lesen, etc. pp. Und verabschiede mich dann auch für heute. Bye, bye.